In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber-Barbara. Rhabarber-Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte. Daher eröffnete sie eine Bar, die Rhabarber-Barbara-Bar. Natürlich gab es in der Rhabarber-Barbara-Bar bald Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber-Barbara-Bar, um von Rhabarber-Barbaras Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie kurz die Rhabarber-Barbara-Barbaren nannte. Die Rhabarber-Barbara-Barbaren hatten wunderschöne, dichte Bärte. Wenn die Rhabarber-Barbara-Barbaren ihren Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart pflegten, gingen sie zum Barbier. Der einzige Barbier, der den Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart bearbeiten konnte, wollte das natürlich betonen und nannte sich Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier. Nach dem Stutzen des Rhabarber-Barbara-Barbaren-Barts geht der Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier meist mit dem Rhabarber-Barbara-Barbaren in die Rhabarber-Barbara-Bar, um mit dem Rhabarber-Barbara-Barbaren von Rhabarber-Barbaras herrlichem Rhabarberkuchen zu essen. Dazu trinkt der Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier immer ein Bier, das er liebevoll Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier-Bier nennt. Fick dich!